Ist Zeit für eine kleine Intervention. Das machen wir heute. Wir treffen Quatsch mit Paolo. Ich habe immer noch keine Munition. Ich brauche dringend Munition, ey. Auf der, vor allem auf der LMG. Gibt es hier keine Möglichkeit, irgendwie meine Waffe aufzuladen oder was auch immer? Das ist halt blöd. Na gut, Quatsch erstmal mit Paolo. Vielleicht kann man die Möglichkeit an. In der Mission. Bitches gone crazy. Screaming about Bembe. Blaming him for what happened to you, me and Talia. Last night, he took off while we were sleeping. I think the idiot's gone after Bembe. Don't know how Bicho thinks he's going to track him down. Bicho always had our back. And we never... Just find the little shit, okay? We're going to war. I need to rally our people. Train them. That means no one gets left behind. Even Bicho. Dann machen wir das doch. At this stage, every guerrilla counts. Gut, vor allem mal ein Auto wäre schön. Der Bicho ist beim Besuchen gegangen und verschwand dabei. Aber ich glaube nicht, dass er das übernommen hat, was wir gemacht haben, dass wir ja Bembe niedergeschossen haben. Ich hätte vielleicht sogar doch komplett erledigen sollen. Naja, wir gucken mal, ob wir ein Auto finden. Auf der Straße wird doch schon irgendwas sein. Nicht nur auf der Straße, auch da vorne stehen zwei Autos. Ja, komm, die killen wir so, dann holen wir die Autos. So, wir müssen darunter. Haben wir die Möglichkeit, das ganze Ding mal ein bisschen abzukürzen? Oder müssen wir da jetzt echt runterfahren mit dem Auto? Scheinbar. Nee, wir müssen nicht. Ja, eigentlich wollte ich noch ein bisschen was an Nebenquests machen, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Wir fahren jetzt mal kurz darunter. Wir sollen Rancho Bicho. Was sollen wir holen? Sollen wir uns mal ganz kurz erobern? Upsala. Ja, hier links ist wieder irgendwas Rotes. Das ist ja das. Diese komische Abfangmission. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Die haben wir, glaube ich, am Anfang der letzten Folge haben wir so ein bisschen davon gemacht. Ja, brauchen wir nicht jetzt nochmal. Schade, schade, Castillo. Den hätte ich so gerne noch geholt. Dann müssen wahrscheinlich dann am Ende Vater und Sohn. Jawohl, Sohn. Ich finde das moralisch schwierig. Muss ich zugeben. Ja, Vater, kein Problem, klar. Ist kein Problem. Aber einen 13-jährigen Jungen. Crazy come mierda. Where are you? He's not here.
Tut mir schwer. Maybe he left something lying around that will tell me where he went. Eine Nachricht vor allen Dingen mal. In der Mitte zerrissener Brief. Bicho, ich hab's für dich getan. Wuhu, wir müssen uns anhalten in diesem verkorksten Land. Du fragst mich nach einer Knarre. Das hat mich überrascht. Aber ich hab sie für dich besorgt und dann noch genug Kugeln, um dich berühmt zu machen. Hier ist der andere Teil des Gefallens. Bembe spielt mit allem, besonders mit der FND. Du findest ein saftiges Stück, seit du spielst bei Lescano, Rodeos und Auktion. So Bembe is buying weapons from the military. Looks like the handoff was at the Rodeo. Ja, ich hätte, wie gesagt, mal Waffen. Ich hätte keine Munition. Gibt's hier keine. Gibt es hier keine Munition? Irgendwas der Richtung. Eine Munitionskiste oder so? Hier ist irgendwo eine Information. Aufklärungsbrüche. Abfangmission. Brauchen wir nicht. Die machen wir auch nicht. Hier ist auch irgendwas gelesen. Zweite Hälfte des Briefs. Das andere Stück. Bembe schöpft sein Viviro direkt an der Fabrik ab. Er lässt sogar die Arbeiter die Last auf für ihn packen. Willst du dich mit ihm anlegen? Er hatte einen Typen in der Fabrik in Noventarmas. Ich würde mich da nie im Weg stellen. Nicht nach der Scheiße, die du für mich durchgezogen hast. Aber egal. Was auch immer du vorhast. Lass es. Bembe. Viviro auf der Top, Bembe. I should check that warehouse. Dann machen wir das doch mal, Gatt. Wo müssen wir hin? I find Bembe, I find Bicho. Be alive, mi socio. Gut, jetzt kriegen wir eine Meldung im Punkt. Oh yeah, Paolo. I think Bicho's done something stupid. What's he done this time? He's really going after Bembe. Stupid come mierda. Don't worry. I'll find him before he digs himself too deep. Hurry, Danny. Bicho's no match for someone like Bembe. Ich weiß nicht, so nebenbei gerade die Frage, wenn wir den Typen jetzt erschossen hätten. Vorletzte Folge. Wäre da irgendwas. Wäre da irgendwas passiert? Wäre die Mission jetzt gekommen, wäre die Mission nicht gekommen. Ich vermute, sie wäre da gewesen. Ich denke mal nicht, dass das übernommen hätte. Doch, ich muss noch mal ganz kurz irgendwo hin, weil ich muss mal ganz kurz hier die. Ach, geh mir nicht auf den Sinkel. Gibt's hier keine Möglichkeit, mal eine scheiß Munitionskiste aufzuladen. Wie auch immer, ey. Keine Möglichkeit, meine Munitionskiste aufzuladen. Wir müssen dahin erstmal. Nee, Quatsch, da lang müssen wir. Wie gesagt, eins nach wie schon wieder, dass ich keine Munition habe. Warum ich da einfach so reingejumpt bin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist, einfach mal reinzumarschieren. Weil da irgendwo eine Kiste ist, die ich gerne mitnehmen würde. Und das Handy ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant.
Pancho set the bulls loose on everyone. What a way to go. Aua. Alter. Ja, ja, ja. Wir machen das etwas anders. Ja, 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 ja. Ah, ich habe Munition wieder. Er ist so tot. Ich muss die Munition. Bembe got spooked and killed his buyer. Picho must have followed him out. Alter. Paolo, little maniac sabotaged one of Bembe's black market deals. He let the bulls loose at some kind of rodeo. So, hier ist die für die Kiste. Die wollte ich mitnehmen. I won't let anything happen to him. So. Die sind schon random da. So. Gut, das haben wir schon erledigt. Dann müssen wir hier hin jetzt. Wir gehen mal darüber, weil dann haben wir wahrscheinlich ein Auto. Ja, also hier ist zumindest ein Fahrzeug. Sehr gut. So, durchsuche die Verarbeitungsanlage Sol de Piña. Das wird also das nächste sein, was wir machen. Ich wollte noch was ausprobieren. Nicht, dass das irgendwie jetzt gerade mir Spaß macht, Tiere zu überfahren oder zu töten oder was auch immer. Hier rechts sind wieder welche Feinde, aber das ist mir gerade herzlich egal. War das schön, dass man nämlich. So, wir müssen Dinge mitnehmen. Das Problem, ich kotze mir gerade an, dass ich hier keine Munition drauf habe. Ich brauche dringend Waffenkisten. Better watch myself.
keine Kack-Munitionskiste. Ja, sag mir was von voller Munition. Ich habe gar kein. Ich habe nichts annäherndes irgendwas in der Richtung. Warte mal kurz, ich kann mir kurz mal einen Überblick verschaffen. Das würde ich mal gerne als erstes machen. Ich muss zugeben, es sind nicht so viele Feinde. Das klingt zumindest nicht danach. Da ist was, da ist was. Da ist was, okay. So, ich muss dringend hier aufpassen. Ich habe nämlich nur einen Schuss auf der Waffe. Ja, schön. Wir wissen nicht, was ich bin los, wenn ich hier bin. Okay, bin ich auf dem Senkel mit einer scheiß Tür. Die wissen nicht, dass ich. Wie gesagt, die wissen nicht, dass ich da bin. Oh Gott sei Dank, ey. War gut, die wissen. Jetzt ist es safe, wird zu spät. Jetzt kann ich meine Munition ersparen. Ich hab aber wieder. Ich bin wieder auch näher. Bin wieder Waffe. Oh, das war irgendwas hochrangiges, glaube ich. Tell me, a crazy kid come through here, talks a lot, hair kind of like a pineapple. Yeah, came in here whiffing a gun around. Told me I had to tell him where my buyer lives. Guy called Bembe. Did you tell him? Si, and then the kid ran off. Can you tell me where Bembe lives? Nobody knows exactly where his place is, but it's in Cruz del Salvador, near the border. That's all I know. I swear, please, just let me go. Paolo, I know where to find Bembe. Then that's where Picho will be. Exactly. Sit tight, Paolo. So, Munition mitnehmen. Und Auto mitnehmen. Kann ich irgendwo raus mit dem Auto? Naja, scheiß drauf. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich über dem Auto irgendwo rausfange. Ne? Kann ich nicht, aber. Tschüss. Obwohl, vielleicht da. Moment. Ich bin immer lieber, wenn ich mit dem fahren kann, als wenn ich hier. Ja.
Broadcasting from Esperanza. This is Radio Verdad. Oh. Upsi. Gut. Wichtig ist, dass der Checkpoint gemacht wurde, dass wir hier die Möglichkeit haben, rauszukommen. Dann gehen wir nämlich zu Fuß. Es ist eine Warngasse. Haben wir kein Fahrzeug oder was auch immer? Wir wären hier nicht rausgekommen. Aber wir könnten mal da hinten den Typen holen, dann können wir nämlich das Auto mitnehmen. Dann hätten wir doch eine Möglichkeit, ein Fahrzeug zu nehmen. Engineer. Tot. Hä? Da waren zwei, okay. Warte mal kurz. Wir müssen mit dem Auto da runter. Okay, dann machen wir das doch glatt. Ja, ich habe mich ein bisschen angeschlafen, ein bisschen müde, weil A, nicht finde ich viel geschlafen und B, heute schon aufgenommen. So, also auf jeden Fall sollen wir mit der Karre. Also sollen wir erstmal zu Bembes Villa. Ja, auch das war Absicht, sie da schnell zu fahren. Alter, das ist aber auch eine Straße hier hoch. Heard about this. Looks like Bembe hides out in an old slave shack on a plantation. That's Bicho's truck. Bicho? Bicho! Ich will doch lauter schreien. Bicho, what the fuck? Get out of here, Danny! I'm gonna blow this cabron's head off. No, you're not. Oh, I'm not? You don't think I will? Huh? Bicho, listen to me. You thought coming here was gonna fix it all. But it's not going according to plan, is it? What the fuck do you know, eh? I know you're no killer. Look at you shaking. You're a frightened little rat. A pest, a parasite. Yes, you take and give nothing back. Bicho, don't listen to him. That's right. Bicho, just a blood-sucking bug. Whoa, hang on. You're not Bicho. You're not a bug. What's your real fucking name? You wanna fix something? Pull that trigger. You need to shut the fuck up right now. My name is Paz. Yeah. Okay. Your name is Paz. You're Paz. You're not Bicho. You're not a bug. You're Paz. And I need you here with us, man. Hmm? You're a piece of shit. At least I don't lie to my friends. Not that it matters. But I tried to get Palo out. I really did. Ich trau dem Typen nicht. Aber nein, das ist abgeschlossen. So, ich wollte irgendwie noch was holen. Wir suchen wohl noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich die Karte gesehen habe. Vor allem mein Brief ist hier. Wir haben jetzt Geheimnisse gesammelt. 25 von 143. Aber hey, das ist. Paolo,
him out of doing something really stupid. He's a bit shook, but he's okay. Oh, fuck. Thank God. And Bembe? Still alive, still a snake. Shit. I was hoping you wouldn't say that. There's always going to be a Bembe, Paolo. But there aren't many Bichos out there. When Bicho gets back, maybe tell him how you feel, yeah? He could use it right now. I will. I promise. Thank you, Danny. Danny, how is my patient? Alive, gracias. And I have another cool scar to show my friends. You joke, Danny. But it's the scars in your head that worry me most. Look, it's not a good situation here. Talia has an infection and we're on medication. I'm sure Castillo had some to spare. You and I think alike. Hit the three checkpoints along the road, west of my clinic. Hurry, Danny. Talia's life depends on it. So. Okay, die Kiste ist tatsächlich unten. Guck mal gerade, was da noch so für Einsätze unterwegs sind. Chirurgische präzise Extraktion haben wir noch. Wir haben noch so viele Sachen zu tun. Na gut, dann machen wir die Nummer in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Far Cry 6.